Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir... Wie du immer anmoderierst, ey. Da war eine Fliege auf der Linse. Schande über das Fliegenvolk. Nee, schön, dass ihr wieder da seid. Heute wollen wir buddeln. Ja, wir machen hier Goldgräberstimmung. Wo muss ich denn jetzt nochmal lang? Kann das sein, dass... Nee, da nicht. Nee, hier andere Richtung. Richtung mir. Gehst du so voll verwirrt hoch und runter? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach, da hinten. Ja, ja. Aber das ist doch schon wieder deine Quest, oder nicht? Ja, warte mal. Können ja mal abholen, säubern. Ja, Tatsache. Vergrabene Vorräte, Stufe 1. Das wollen wir machen. So, und dann gehen wir hier lang. Folg mir, Jasmin, ich hab ein Navigationsgerät. Hinter dir. So. So, ich kann ja schon mal vorgehen. Du hast ja komischerweise immer mehr Ausdauer als ich. Und da zieht sie vorbei. Ich weiß, kann. Ja. Du nicht? Ey, ich habe dafür meinen technischen Fortschritt, den ich mir zu eigen mache. Dann bin ich trotzdem schneller manchmal als du. Aber nicht, wenn ich Gas gebe. Ja. Wildschweine aufpassen. Wo? Falls. Du hast gesagt Wildschweine. Ja, letztes Mal war hier doch eine Sau. Oh Gott, ich habe gerade nach hinten geguckt. Und, ja, bist du zufrieden mit deiner Basie? Ja, meine Stufe 2 Basie. Denn Jasmin hat jetzt noch die Stacheldrahtmod drauf. Ah. Für echte Banger. Da kommt ein Wildschwein gleich. Wo? Da liegt eins. Soll ich es erschießen? Ja. Hilfe! Ja, ich hab noch nicht mal nachgeladen. Hilfe! Kannst du zu mir laufen? Hilfe! Ich hab nicht so viel Ausdauer. Wo ist es denn? Steht am Zaun. Ich hab falsch aufgemacht hier. Ich hab hier irgendwas aufgemacht. Ja, warte. Oh. Ich bin doch gleich da. Brauchst du Verband? Oh, lass mich mal kurz in Ruhe. Ich habe aus Versehen irgendwas aufgemacht und habe es nicht mehr weggekriegt. Jetzt bin ich kaputt, schwach, alles. Jetzt gehe ich nach Hause, ich brauche Honig. Oh. Ich gehe denn schon mal buddeln, ja? Alter, nee, weil wenn du das wieder einpackst, dann ist das meine Quest, die wieder weg ist. Ich habe aber 5 Verbände, also ich könnte dir einen abgeben. Auch Honig. Ja, wir haben doch zu Hause Antibiotika. Sonst... Ich bin kaputt. Ich habe einen gebrochenen Arm, eine Gehirnerschütterung, kaputtes Knie. Ich hab Meine dich, Rüstung ist schwach. Ich habe für dich eine Beinschiene. Die machen mich immer fertig, ey, dieses Viech. Ja, was ist jetzt hier schwach? Keine Ahnung. Was hast du? Eine Beinschiene hätte ich für dich. Wenn du möchtest. Es ist nur 4 Minuten. Am schlimmsten ist das mit dem Kopf jetzt. Schmerztabletten habe ich nicht. Kann dir noch Nähsets geben? Verbände? Die Beinschiene? Nähset habe ich selber. Kannst zurzeit nicht verwenden. Warum kann ich das Nähset nicht verwenden? Weil du nicht blutest. Das war letztens für meine Hand genommen. Hast du vielleicht keine Schnittwunde? Nee, gebrochen, stimmt. Diese Wildschweine machen mich immer kalt, ey. Immer. Oh. Oh. Ja, kannst du mit so dicken Knüppeln nicht umgehen, wa? Verkalkuliert. Bist du nicht gewohnt? Selbst gedisst. Lass mein Fahrrad in Ruhe. Ich habe das erst repariert.
Schade, dass man den nichts in die Speichen stecken kann, ey. So ins Vorderrad. Oh, hier ist Blei, ne? Und Eisen. Und hier ist auch ein... warte mal. Ich komme gleich. Also du kannst schon weitergehen. Oh, mein Kopf. Ich habe eine Gehirnerschütterung. Schade. So. Oh, hier ist noch ein Rucksack. Den muss wohl einer verloren haben, aber ich kann das nicht mitnehmen. So. Jo, Jasmin, hast du mal einen Moment? Nö. Nur einen kleinen. Ja. Dauert auch nicht lange. Guck mal. Danke. Ja, bitte. Schießt denn du jetzt noch ab? Vielleicht ein Huhn. Ach, vielleicht auch vielleicht. Nicht. Ich wollte sagen, vielleicht auch nicht. So, irgendwo hier ist das. Okay. Wenn du den gefunden hast, muss ich den aber aufmachen. Ja. Was? Die ganzen Pflanzenfasern von mir fallen hier rein. Ich näher mich dem Schatz. Oh, ich sehe ihn schon. Okay, was ist das? Oh, okay. Schnell weg hier. Ach, kann wieso ich sind die so schnell? Infiziert. Vorsicht. Oh, da kommen mehrere. Hinter dir. Ja. Okay. So, ich muss auch noch mal Vorräte mitnehmen, aber dafür muss ich einmal... Platz machen. Eine Feder. Hast du Federn? Ja. Oder ich mach da einfach einen Pfeil draus. Hey, wo kommt denn jetzt noch einer? Steinpfeil-Munition. Hä? Blind? Ja, genau die. Was denn das Gelbes da? Hä, die spawnen hier doch alle, ey. Kannst du sagen, was du willst? Ja, weil ich jetzt auch noch mal hier so eine Kiste genommen habe. Willst du den Lootbag? Ich nehme den dicken. Oh. Das ist jetzt nicht gut. Oh, ey, ich drück hier richtig durch, ne? Oh, eine Tablette. So. Ja, können wir deine Quest schon wieder abgeben hier. Oh, meine Kopfschmerzen sind weg. Ah, waren Schmerzmittel drinne? Ja. Ja, sehr schön. Hey, du hast schon wieder irgendwas hier an deinem Fahrrad. Jetzt ist es Essen. Hä? Komisch. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sehen. Leider ist mein Inventory voll, aber ich... Ich könnte Sachen ins Fahrrad schmeißen, dann können wir noch mal ein bisschen was abbauen sonst. Das. Das und das. Und das. So. Soll ich mal ein bisschen Kohle mitnehmen? Ja, das wäre ganz gut für Schießpulver. Brauchen wir später. Ne, ist Blei, aber Blei nehme ich auch mit, ne? Ja. So.
Blei brauchen wir ja auch ganz viel. Für Bleistifte. Damit ich meine Bauskizzen machen kann. Aha. Als ob, ey. Als professioneller technischer Zeichner. Ja, lecker. Das Gute ist, ich baue Steine auch noch parallel dazu mit ab. So, wie viel Blei nehme ich mit? 2000, oder? Boah, gehen die mir hier auf den Sack, ey. Hast du schon wieder Besuch? Ja. Na, ich hab einen Anfall, glaube ich. Dem geht's nicht gut. Aber Hannibal diesmal, ne? Die Zombies? Kann ich noch sehen. So. Muss mal rauskriegen, wie das hier... Ah, so. Keiner. Bleib mal schöner liegen, du. Blei ist Alete hier. Da haben wir es doch wieder. Aber ich baue es nicht ab. Ich krieg nur Stein. Ah. Ne, jetzt habe ich Eisen. Hier haben wir Blei. Hoch. Jetzt habe ich schon mal 1140 Eisen. Was ich jetzt nicht sehe, ist Blei. Ich habe hier Blei gehabt eben. Na, hier war ja eigentlich auch Blei mit drin. Hier. Mal den Stein mitnehmen. Ich habe übrigens das Rezept gekriegt für das Gyros überbacken. Eigentlich wollte ich das heute machen. Aber? Ich bin so spät gemeldet. Kann ja morgen machen. Wenn, haben wir die Zutaten dafür schon hier? Sahne müsste ich noch holen. Und mit Taxa. Also nein. hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Machen wir Eisen auch auf 2. So, jetzt muss ich hier nur noch irgendwie rauskommen. Ich könnte mich auch hochbuddeln, aber ich will meine Rahmenform behalten. Buddel ich eigentlich seitlich oder nach oben? Bisschen hoch, ne? Ah, herrlich. Schaufeln geht jetzt so gut. Balla. So, wo habe ich denn mein Fahrrad? Da. Judy, bist du schon beim Händler? Nee, ich baue hier gerade einen Felsen ab. Ah, okay, oh, gut. War das Kohle? Nee, war Stein. Kennst du den Unterschied nicht? Ich habe das jetzt beim Vorbeifahren nicht visuell nicht direkt wahrgenommen. Einfach so nicht wahr. Wetten? Gar nicht wahr. Jasmin, bitte. Steine schwarz und Kohle ist dunkelschwarz, ne?
Mhm. Oh, Antibiotika, geil. Was ich so alles finde. Boah, ist das ein Riesenhaufen Nitrat, wa? Nitrat? Kommt doch schon wieder irgendwo einer. Draußen ist ganz schön stürmisch, ne? Bei uns draußen? Ja. Oh nee, echt? Ja, laut meiner Wetter-App haben wir aber glasklaren Himmel. Nicht, dass das Pavillon wegfliegt, ey. Fliegt nicht weg. Wo ist der denn jetzt hier? Ach, da. Hauen die gegen den Stein? Ja, das ist unser Stein. Such dir einen eigenen. Das ist ja wohl großkriminell, ist das, Jasmin. Ruf die Polizei. Hast du schon gemacht? Na sicher. Als ob ich das zulasse, dass der meinen Stein abbaut. Vor allen Dingen dein, ich hab den gefunden. Das ist wie wenn Hunde markieren, Jasmin. Die höchste Pipi gewinnt. Ich bin am höchsten. Ja. Gestapelt. Ich weiß deine Anspielung einzuordnen. Dann ist ja gut, ey. Das war nicht nett. Wäre ich nicht so ein taffer Typ, wären meine Gefühle bestimmt verletzt. Alter, regnet das draußen? Ja. Warte mal kurz. Ja. Wir warten beim Haxeln, ne? Ich will ja trotzdem fleißig mal sein. Eben das Fenster zumachen. Hört das ganz auf. Guckt sich die Jalousies und so dolle. Oh, nee, bleibt das Pavillon stehen, ey. Ach, das bleibt stehen. Das hat schon, jetzt mal ganz ehrlich, das hat schon viel schlimmere Winde überstanden. Nee, nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Na klar, letztes Jahr. Nee, da war das noch gar nicht. Da steht dies Jahr das erste Mal. War das Anfang des Jahres. Hä? Wir haben das erst aufgebaut. Im Sommer. Da haben wir haben erst den Bezug drauf gemacht. Ja, und da war doch dieser Herbststurm, der ein bisschen Verspätung hatte, weil er mit der Bahn gekommen ist. Hä, nein. Da war aber der Bezug noch nicht drauf. Herbststurm. Oh, nö. Nee. Was wollt ihr denn jetzt hier? Ich bin noch nicht tot, ich stinke nur. Ja, ich komme mit. Jasmin, ich glaube, ich muss mal wieder duschen. Ja. Über mir sind die Geier gekreist, weil sie dachten, ich bin Arsch. Ja, ich hab die schon gesehen. Fürchterliches Federvieh. Wenn jetzt hier nochmal ein Wildschwein kommt, dann bin ich tot, ey. Vielleicht hast du ja Glück und das ist ein Zahmschwein. Nicht so ein wildes. Oh, Jasmin, das war aber schlecht kalkuliert. Nee. Der Baum ist voll aufs Haus gefallen. Ich hoffe, du hast eine gute Haftpflicht, du. War ich hier schon mal? Ja. Hier? Ja. Hier hast du das eine Mal die Hucke vollgekriegt vom Wildschwein. Wieso rauscht denn das so, wenn du redest? Rauscht das? Das macht ganz komische Geräusche, wenn du redest.
Jetzt ernsthaft oder? Ja. Ist bestimmt nur Discord. Alter, regnet das? Ja. Voll laut. Ja, vielleicht regnet das auf die Internetleitung und deswegen kommt das Rauschen. Ja, genau. Ist nicht dein Ernst. Sind die Katzen drin? Pavillon. Auf den Stuhl. Und kuscheln. Wolltest du zuerst deine Quest abgeben oder kann ich schon? Erst ich. Okay. So sei es. Shepediah! We got ourselves a real ja, hero. Toll, was nehme ich denn da jetzt? Wieso kann man eigentlich nicht auf den Tresen hauen und Krach machen, um zu drängeln? Ich muss immer hier rüber gehen. Der Weg kommt so klar, ey. Wollte nur mal was ausprobieren. Man, I treat you that good and you don't even fucking tip me. You think you're pretty smart now, don't you? Here's your pay. Let's make a pact. Oh, ich kann auch schon mit dem Händler reden. And now he wants to be paid. Ich könnte Antibiotika nehmen. Zehn Mollys könnte ich ja auch nehmen. Vielleicht für den Blutmond, ne? Hm. Denke auch. Hab ich noch was, was ich dir verkaufen könnte, guter Mann? Sind Sie interessiert an Pflanzenfasern? Sicher? Ja, dein Trinkgeld, was du eben da mir vorgehalten hast, ne? Baumwolle kriegst du noch ein bisschen von mir. Get the hell out of my store! It's for real customers! Hast du mal Lumpen für mich? Ja. Wie viele brauchst du? Weil ich muss nur meine Hose einmal aufrüsten oder Stiefel oder irgendwas da. Ja. Bonk schälen. Ja, gerne, gerne, gerne. Ich wollte gerade sagen, wieso trägst du jetzt hier Muskelshirt? Dir geht ein Licht auf, ja? Alles einmal hier, kannst du wieder haben. Juhu! So, wollen wir denn nach Hause und auf dem Heimweg noch meine Quest besuchen? Oder sagen wir... Erstmal gehen wir nach Hause. Ja, ne? Ich habe jetzt auch keine Lust auf Queste. Haben wir hier irgendwo eine offene Tür für mich? Ohne Fuß abzusetzen. Boah. Geil. Ich habe Durst, Jasmin. Mhm. Ich leide Qualen. Lach nicht, Mann. Läuft hier so über die Straße wie von einer Tarantel gestochen. Müsste ja hier auch wieder Loot sein, ne? Mann, ey, dieser Hus. Wieso wird denn das jetzt so dunkel? Weil es regnet. Ich möchte das nicht. Gemerkt hast. Ich möchte das nicht.
Nicht. Nicht. Ey, das Spiel ist so real, wenn ich jetzt rauslaufe, werde ich wirklich nass. Ich bin schon mal Richtung Heimweg. Ja, ja. Dann kann ich schon mal anfangen mit einsortieren, kommen wir uns da nicht in die Quere. Schön, dass wir uns da einig sind, Jasmin. Schön. So, mal herzeigen, Joch. Du hast nicht genug Ausdauer. Du bist stark übergewichtig und machst keinen Sport. Ah, ja. Das bleibt ein bisschen drin. Händlerkiste. Dann fangen wir damit an. So. Dann gehen wir hier weiter. Da haben wir noch eine Beinschiene. Oh, es wird Zeit, dass wir selber Antibiotika herstellen können. Damit wir mal ein paar Shamway-Sandwiches verbrauchen. Jetzt habe ich hier zwei Fliegen. Ätzend. Da. Da. Habe ich überhaupt hier noch alles? Den Mollys, die. Ja. Unsere Waffenkiste ist langsam auch ganz schön voll, ne? Leider nicht an Munition. Kann ich herstellen, aber wir brauchen mehr Schießpulver auch. Ja gut, für Schießpulver brauchen wir ja auch später die Chemiestation, ne? Nein, das kannst du so herstellen. Junge, 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 du weißt ja. Ja, aber mit Chemiestation ist schneller, glaube ich, gewesen. Ist doch egal, Hauptsache wir können es erstmal herstellen. Nee, du, das passt mir nicht. Ja, dann kriegst du meine Munition jetzt gleich nicht, die ich herstelle. Aber ich werde Ausnahmen. werde ich natürlich gelten lassen hier. Kann ja nicht immer alles nach mir gehen, ne? Manchmal, da musst du halt auch Munition nehmen, auch wenn du es nicht möchtest. Das einmal umpacken und einpacken. Ob es eine gute Idee ist, das hier reinzupacken? Ich weiß ja nicht. Ich habe jetzt gar kein Holz in der Tasche. Was war denn das? Hustet. Hast du ein Problem damit? Nö. Sehr gut. Da will ich dir doch gar nicht reinreden hier. Ich muss das Fenster gleich wieder aufmachen. Ich geh tot hier drin, ey. Das wäre ziemlich schade. Du wolltest morgen Gyros überbacken machen. Er denkt noch ans Essen, ey. Ich gehe hier halb drauf und... Nein, noch nicht. Mach mir erst das Essen. Danach kannst du sterben gehen. Ja, ich fand das Rezept ganz geil eigentlich. Also das Essen. Ich meine, meins schmeckt höchstwahrscheinlich ja eh immer besser, aber... Nee, aber das war wirklich gut, muss ich echt zugeben. So, dann will ich jetzt einmal gucken, hier Beton will ich einmal mitnehmen, damit ich schon mal ein bisschen was weiter basteln kann. Und dafür muss ich herstellen Beton.
Beton. Und für den Beton brauche ich Zement. Ja, genau. Ja, genau. Er brennt schon wieder. I'm burning. Achtung, Jasmin, der Schornstein vom Schmelzofen ist ziemlich heiß. Da kann man sich schnell mal verbrennen, wenn man nicht aufpasst. Ah. Was ist denn für den Händler dann? Gut, dann kann ich das nur... Was ist für ein Händler? Für Tonk. Ja. Ja, keine Frage, das ist mir klar gewesen. Denn... kann ich ja so viel Beton machen wie geht und mache ich den Rest erstmal wieder hier rein. Ein Geräusch. Der Zementmischer. Scheiße, ist der laut. Ja, geil, das wird eine Weile dauern. Kohle haben wir denn? Nicht viel. Ich könnte noch mal Kohle abbauen gehen. Ich habe Marker an der Stelle markiert. Ist das? Und es geht ja eigentlich ganz schnell bei mir durch das, was ich gelevelt habe. Jetzt habe ich keinen Pflasterstein mit. Ja, siehst du, ich habe nur noch ein Dings Schießpulver, da komme ich nicht weit mit. Deine 1000 Pflastersteine sind auch schon fertig. Das ist sehr schön. Halt, dass das Ding laut. Ja, man muss ja auch hören, dass ich arbeite, ne? Dann kommt der Chef wieder nicht, den ganzen Tag nichts hier. Du arbeitest ja nicht, du hast den ja nur angemacht. Naja, ich warte halt an meinem Handy, bis der fertig ist. Arbeiten, ey. Kann ja auch nichts dafür, dass ich da nicht parallel zu arbeiten kann. So. Achso, ja, genau. Mein Gott, ey. Also, wenn jemand mal einen Tipp hat gegen... Darken Husten, bitte einmal in die Kommis schreiben. Ich bin sehr dankbar über jeden Tipp. Ich habe da mal was gelesen. Patrick hält die Gusche, weil hat keiner gefragt. Aber das habe ich wirklich gelesen. Kann jeder kommentieren, bis auf Patrick. Ja, das hast du jetzt aber sehr verallgemeinert, ne? Irgendein Zuschauer, der jetzt Patrick heißt, der denkt sich so, oh, ich hätte voll den guten Tipp, jetzt darf ich nicht schreiben. Dann eben Pavel. Das schließt mich ja scheinbar mit ein, ja. So. Ich kann ja mal gucken, wo haben wir denn Kohle markiert in der Nähe? Blei, oh, Kohle ist gar nicht so weit weg. Keine Angst, den bauen wir natürlich nicht ganz ab hier. Machen hier nur so ein paar Blöcke noch weg und dann gehen wir erstmal Kohle holen. Wie weit haben wir den denn überhaupt? Das für ein Zippel. Oh, der muss aber... Der hätte aber nicht da sein dürfen. So. Ja, komm. Jasmin. Ja. Komm. Wohin? Da habe ich nur so gesagt. Und
das soll erstmal reichen. Wir wollen ja nicht wieder so eine spektakuläre Buddelfolge draus machen. Echt? Ja, was meinst du, wenn ich jetzt schon wieder hier so viel buddel, was glaubst du, wie enttäuscht die Leute sind, wenn es morgen dann wirklich heißt hier, wir machen heute nichts mit der Schaufel. Ja? Hm. Man gewöhnt sich dran und dann spekuliert man drauf und macht sich Erwartungen. Und plötzlich buddelt der Typ nicht. Ja? Ich glaube, die Leute erwarten von dir nicht viel. Ja, das ist möglich. Das ist möglich, Jasmin. Und es ist sehr aufrichtig von dir, dass du mich daran erinnerst. Ja, gerne doch. So, wo muss ich denn hin? Da hinten? So. So, rauf aufs Bettmobil. Ist ja auch geil. Ich dachte erst, ich muss noch an dieser Zombie-Horde da beim Polizeiauto vorbei. Aber die war ja auch nicht mehr da. Stein. Der gute alte Stein. So. Einmal durch den botanischen Garten. Haben wir den Klotz obendrauf weggenommen? Ja, hier ist es. Ich hab's gefunden. Abends, jetzt gehe ich eh nicht raus. Ist doch erst 17 Uhr. Nein, gleich 18. Naja. Ja, ich möchte nicht raus. Ich ist ja okay. Bleib drinnen bei dem Wetter. Jasmin, ich verurteile das nicht, ne? Ich meine, es gibt 100 Gründe drin zu bleiben, aber nicht einen, um rauszugehen. Sag ich immer. Mhm. Okay, schöne Aussicht. Oh, da hinten ist schon einer. Ein Zombie? Jo. Zombie. Ein Zombie. Wie viel Kohle soll ich dir denn holen? So viel wie möglich. Also 640 reichen, ja? Nee. Hast du keinen Blutmund mit Gewinn? Na klar, Jasmin, bitte. Nee. Also so locker weggesteckt die letzten Male, hä? Oh, die da eine. Da hast du ja kaum mitgekriegt, dass überhaupt Blutmond war. Mhm. Ich hab das schon mitgekriegt. Ich habe noch Kohle. Ich hab ja eine Helmut, wa? Fällt mir gerade mal auf. Ah. Gott sprach, es werde Licht. Doch er fand den Schalter nicht. Auch ein Zementmischer, ey. Soll ich dir noch einen bauen? Wir haben alles dafür. Also ich könnte noch welche hinsetzen. Ja, ich glaube, ich möchte auch einen haben, damit ich mir auch Zement machen kann. Ja, auch, dass man parallel ein bisschen herstellen kann, geht schneller, ne? Damit du Zeit hast, habe ich immer rumholz und ich meins hab. Das finde ich auch gut. Ja, dann gib bitte doch in dein Haus. Ja, ich gehe da gleich rüber mit meiner Kohle. Okay, da muss ich mir wohl selber Holzkohle suchen. Aber hier ist gerade nichts mehr an Kohle. Leider. Oh, hier unten? Doch, das sieht aus. Ich glaube, hier kommt nochmal Kohle, Jasmin. Oh ja, da klingelt die Kasse. Da kommt die Kohle reingeflattert. Reingebröselt. So. Ehrlich, der Typ, ey. So ein Kopf weh. Bisschen. Aber auch nur, weil ich dumm bin. Au, 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 au. Ich hab nichts abgekriegt. Das sah schon gefährlich aus. Mal gut, dass ich einen Helm auf hab. Ich hab ja schon wieder drei Pünktel.
Ich habe 2. Allerdings bin ich mir noch unschlüssig, wo ich die jetzt reinsetze. Optimalerweise. In ein Fortbewegungsmittel? Möglicherweise. Aber brauche ich aktuell erstmal nicht. Doch, ich weiß, wo ich es reinsetze. Und zwar... Vom Landleben. Mhm. Damit ich eines Tages in der Lage bin, Samen herzustellen. Und noch 7 Hefte, dann kann ich Antibiotika herstellen. Mein Körper ist nämlich aus organischen Fehlversagen körperlich nicht dazu in der Lage, Kartoffelsaat herzustellen. Hast du gehört? Ja, 7. 23 von 30 Büchern. Welche sind das nochmal? Diese Medical, ne? Ja, Medical. Tschüss. Halt's Maul, ey. Und wie viele hast du schon gelesen? Der mich jetzt verarschen hier, oder was? Nee. Ich habe gesagt 23 von 30. 23 von 30. Ja, das habe ich nicht gehört. Ja, wenn mir 7 fehlen. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel du insgesamt brauchtest. Ich habe da nicht zugehört erst. Mhm. Was? Danke. Das war doch nur ein Scherz. War das aufgehört zu regnen. Kann ich ja wieder Fenster aufmachen. Oh. So. Ich bring dir mal erstmal nur 3.500 Kohle mit, ne? War schön frisch jetzt. Nee, fast. Noch keine 3.500. Haben wir noch Kohle? Den Dämse ich noch drauf, ne? Oh, jetzt kommt aber frische Luft. Ich muss mal unten das Fenster aufmachen. Ups. So. Ah, wunderbar. Es sind noch keine 3.500. Jetzt kann ich den Stein auch wegnehmen. Cool. Oh, das sieht aus wie ein Brunnen. Wo bist du denn? Unter Tage. Ha? Ich habe mich eingebuddelt. So, wo bist du denn? Du bist zu Hause. Oh, diese Fliegen, die nerven. Die haben echt Nerven, die Fliegen. Komm mal her, ich will noch was testen, Digga. Ich? Ja, wow. Geil. Hast du so eine Flammenmod an der Fackel? Na sicher. An der Fackel. An meinem Basie. An deinem Basie. Geht das auch mit meinem Schläger, den ich habe? Ich nehme mal. Ich verändere das mal hier. Wer ändert den? Das war eine Schreierin, glaube ich. Nee, war nicht. Schade, das geht nicht. Was? Ich wollte gucken, ob ich die Flammenmod bei mir am Schlagknüppel auch anmachen kann, aber das geht nicht. An welchen Schlag? Ach so, den. Diesen Polizeischlagstock. Ja. So. Oh, ich stehe in der Tür. Ja, ich gehe andersrum. Ich häng fest. Ich komme hier nicht mehr. Ah, ne, jetzt. Ich habe die Tür aufgemacht. Ah, danke. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Rein. Oh Mann, ey. Ja. Schlag einfall. Hier ist jetzt verwirrt, Jasmin, hä? Wingardium Leviosa.
Wie machen die die Tür wieder zu? Kohle. Wolltest du die gleich hier haben oder soll ich die erstmal einsortieren? Nee, hier. Hast du gerade nach mir gepfiffen? Hier, my lady. Danke. Wird ja auch mal Zeit hier. Kein Nitrat haben wir jetzt auch nicht so viel, aber... Wir könnten eigentlich auch noch mal eine Schmelze gebrauchen, ne? Was brauchen wir für die Schmelze? Nee, Schmiede. 50... Ach, ein Holzklotz, Kacke. Können wir den herstellen, Holzklotz? Habe ich den letztes Mal hergestellt oder gefunden? Holzklotz. Kann ich bauen. Gut, den brauchen wir. Du wolltest mir auch noch ein Dings machen? Ja. Ich mache jetzt eine Schmiede und einen Zementmischer. 50 von dem guten Zeug hier. Kann ich auch gleich drin lassen. 10 Leder. Kurze Eisenrohre. Ups. So, jetzt nochmal den Zementmischer. Den muss ich am Tisch machen. Aber 25 geschmiedetes Kacke. Ist Kacke? Geschmiedetes Kacke. Ich muss dir einmal einen Arbeitsvorgang abbrechen. Da 25, einen Motor. Mechanische Teile. Was schmelzt denn du da? Oh, ein Stein? Ja. Warum? Für Zement. Aha. Kick by Change. 4 Schraubenfedern. Kick by Change. 1, 2. Okay, dann machen wir jetzt mal einen Zementmischer. Irgendwo ist hier Besuch. Okay, das dauert noch einen Moment. Die sind schon wieder da die Ecke reingelaufen. Warum immer da? Was soll der Bullshit? Wieder da, wo die sich letztes Mal durchprügeln wollten? Na, also da die Richtung auf jeden Fall. Ich habe doch hier gerade einen gehört. Hört sich an wie die Vorderseite. Irgendwo haut doch hier einer was. Bist du das? Nee. Hä? Oder ist der bei dir? Nee, der ist draußen. Na, ich meine bei deinem. Hier ist nix bei mir. Wolltest du die Schmiede auch hier unten haben? Die zweite? Ja. Oder meine kannst du auch nach oben machen. Ja, besser ist, ne? Hier unten ist nicht viel Platz. Und für die Sicherheit vielleicht, wenn die sich doch irgendwann mal durchprügeln. Wäre vielleicht geil, wenn wir alles nochmal auf dem Dach haben. Wo möchtest du die denn hinhaben? Darf ich mir was aussuchen, oder? Nein, natürlich nicht. Okay, ich habe die jetzt hier hingestellt, ne? Nein, ich komme jetzt hoch. Wo ist denn die? Also, wo? Da bist du. Ja, das ist ja schwierig, ne?
Kannst du die hier so zwischenstellen? Passt das? Wenn du da weggehst, bestimmt. Nö. Passt nicht. Das passt nicht. Mitkommen. Aber hier. Nö. Wieso hast du nur Pfeilen im Hintern? Hast du auf mich geschossen? Nee. Warte mal. Sie hier. Pfeil am Bein. Stell du die doch einfach Pfeil. Hin. Da. Die steckt im linken Bein ein Pfeil. Ich kann es nicht sehen. So, ja, stimmt. So, das haben wir fertig. Oh, geil. Mit welcher Seite drehe ich die nochmal? Linke Maustaste drehen, rechts platzieren. Ja, ich mache das nämlich immer falsch, komischerweise. Oh, herrlich. Ja, das sieht doch schnieke aus. Oder? Allerdings sind wir schon wieder bei 51 Minuten. Na ja, dann. Würde ich sagen, dass wir uns leider für heute wieder verabschieden müssen. Sonst wird die Folge einfach viel zu lang. Ich wollte die eigentlich mal auf 30 Minuten, ne, halten. Die Folge. Sagst du immer. Niemals. Selten, dass ich das hinkriege. Ist vielleicht für den einen oder anderen nicht schlimm. Dem einen oder anderen ist wieder zu lang. Naja, was da ist, ist da. Ne? Man kann ja auch zweimal reinklicken. Kann ich eigentlich die Lampe hier wegmachen? Ja. Dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Schaltet gern wieder ein. Lasst ein Like da. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.